Oh hey Leute und willkommen zu GTA San Andreas. Beim letzten Mal habe ich ein paar Gebete hier in Idlewood eingenommen. Aber dadurch, dass der Sweet wie immer eine sehr große Hilfe war, habe ich jetzt erstmal nicht ganz die Mission geschafft. Ich versuche jetzt erstmal nicht zu spoilern, aber er ist nicht durch die Gang draufgegangen oder durch die Polizisten, sondern wegen einem Wagen. Er wurde nicht gedrive-byt, sondern einfach überfahren. Scheiße nochmal. Ehrlich, ich wollte nur ein paar Waffen aufsammeln und der Depp läuft sehr nett über die Straße und wird gleich überfahren. Also von dem her, ja, was zur Hölle. Ich werde jetzt erstmal hier ein paar Homies mehr oder weniger mitnehmen, weil ein Gebiet gerade eben eingenommen wird. Was zur Hölle passiert hier gerade eben? Gott! So, jetzt ist mir. I need your car, Sir. Könntet ihr vielleicht doch heute einsteigen? Na, leck mich doch kreuzweise. Natürlich, du kleine Arschgeige fließt. Naja, Scheiße nochmal, ich sollte mich jetzt mal wirklich beeilen. Weil die Ballers, ja, haben es gleich geschafft. Und was zur Hölle ist gerade eben mit mir los? Ich war gerade ziemlich interessant. K-Rose! Ich glaube, die müssen dann hier gleich bei der Straße selber sein. Yep. Das könnte klein wenig Probleme geben. Oh mein Gott. Zum Glück haben diese Typen keine AKs, sonst wäre ich echt schon am Arsch. So, sehr gut. Oh, noch einer lebt. Nicht schlecht. Deadshot, the area remains yours. Sehr gut. Jetzt lassen wir hier wieder aussammeln und mal kurz speichern. So Leute, willkommen zurück. Ich bin nicht in Fallout New Vegas. Ich muss es mir mal echt merken. Heilige Scheiße. Jetzt lassen wir hier. Ich muss jetzt erstmal genau aufpassen, das hier überschreiben. Weil ich möchte mal gucken, dass ich zwei Safe Games habe, die ja eigentlich fast aktuell sind. Ich hatte hier schon einige Probleme, wo ich mal außersehen ein Safe Game überschrieben habe und sonstige Shots. Also von dem her, ich passe jetzt mal lieber auf. Und was ich mit überschrieben jetzt meine, ist jetzt nicht direkt, dass ich ein bisschen weiter war und hab's jetzt überschrieben. Nein, das wäre sogar gut. Sondern, dass ich außersehen das während der Mission mache, weil ich möglicherweise wieder Leben brauche. Und ja, damit kriege ich nämlich einen Safe Game Error, wenn man nicht in der Mission speichern darf. Aber von dem her, sweet. Grow for life. Sweet, warum musstest du durch ein Fahrzeug verrecken? Yeah! Ach, das war's, scheiß drauf, überspringen. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hier anfangen soll. Ein Crash. Ui, toll. Ich komme mal gleich wieder. So, Leute, willkommen zurück. Warum nicht? Ich sag einfach nichts dazu. Jetzt ist mir sweet. Und gleich überspringen. Und natürlich wieder mal einen Crash bekommen. Wow. Wirklich? Ich darf das jetzt alles so mal erneut machen. Okay. Ich werde es einfach akzeptieren. Da fuck, warum hast du das überlebt? Überhaupt. Da fuck. So, jetzt ist mir. Hallo. Hör auf mich zu. Wo denn der schon wieder? Ich dreh durch. Wurde diese Knalltüte schon wieder von einem Wagen erfasst? Wie schafft man das eigentlich die ganze Zeit? Wie? Ich komm schon nicht mehr mal drauf. Also, klar, das knallt einfach nur nochmal in Deutsch. Einfach nur hervorragend. Puh. Jetzt hast du wieder hier. Sweet, du kleine Knalltüte. Wird die ganze Zeit von Fahrzeugen überfahren. Heilige Scheiße. Ja, eine gute Idee, Sweet. Ich kick dich einfach bei diesem Gebiet raus und dann kannst du wieder dein Tänzchen wieder machen mit diesen Typen. Das hast du ja letztens auch so gut abgezogen. Also von dem her. Ich kann euch eins sagen, es ist
Es ist einfach nur nett, wenn das die ganze Zeit passiert. Shoot some ballers to start a war. Ja, warum nicht? Danke, Sweet, dass du endlich mal mit jemandem erschießt. Und andere ignorierst wie eine komplette Knalltüte. Es fällt mir wirklich verdammt schwer, dich hier auszuticken. Weil, ihr kennt es vielleicht selber. Sweet ist überhaupt gar keine Hilfe. Das meiste, was man macht bei den Gegnern, ist mit denen rumzulaufen und mich zu finden. Und das passiert dann auch die ganze Zeit. Ich hab echt keine Nerven mehr für diesen Scheißdreck. So, you have provoked a gang war. Warum nicht? Ich bin aber richtig unartig. Oh Gott. Er scheint aber auch immer erst zu reagieren, wenn der Typ mich schon angeschossen hat. So, jetzt erstmal nachladen, Leute erschießen und vielleicht nicht überrannt werden. Okay, dann halt eben nicht. Noch einer? So, sehr gut. You survived the first wave. Ich muss echt aufpassen. Die Gegner sind an einem Punkt schon ziemlich gut. Und zwar mit der Masse. Also von dem her. Na toll. Sweet, komm einfach mit. Ich meine, obwohl ist eigentlich eh scheißegal. Er wurde eh nicht erschossen. So, sehr gut. Nachladen. Sehr gut. Das ist schon nicht mal mehr Pech. Das ist wahres Unglück, was ich gerade eben hier habe. Der Kofferraum. Der verfickte Kofferraum von dem Fahrzeug, das ich gerade in die Luft gejagt habe. Er schlägt mich. Zum Glück bin ich nicht gestorben, weil das wäre wirklich ultimativ gewesen. Want a night stick up your ass? You have left Sweet behind. Ist mir jetzt auch wirklich scheißegal. Er ist sowieso keine Hilfe. Ich meine, er ist zwar gut zu verhindern, dass ich erst mit den Ballers hier einen Krieg führe. Das ist wirklich gut, indem er sie einfach selber schießt. Aber ansonsten, weil ich Hilfe von ihm brauche. Ah, da frage ich wirklich nach zu viel. Und wow, er hat wirklich jemanden erschossen. Ich nehm's mal wieder zurück. So. Kennt ihr auch, wenn die ganze Zeit Sturmgewehre zu haben? Ja, ich habe auch eins, aber trotzdem. Wirklich ist... Kein Kommentar. Ah, da drüben ist noch jemand. Hallo? The fuck? Never mind, er ist nicht gut, Leute zu erschießen. Das Spiel ist einfach nur gut, mich hier zu trollen. This hood is yours. Warum nicht? Obwohl, ja, an dem Punkt stimmt schon. Wir nehmen das schon ein. Er rennt halt eben nur die ganze Zeit rum, aber es ist halt eben leider immer noch wir. Ja, so kenne ich doch die Polizei. Fährt auf ein Fahrzeug drauf und gibt dann den anderen die Schuld. Gott, Sweet, ehrlich, ich würde lieber einen Scheißhaufen als Verbündeten haben. Man! Sweet, wo bist du? Oh, er ist schon da. Warum zur Hölle habe ich ihn da nicht gesehen? All my exes live in Texas. So. Und jetzt aus mir. Ich kann nicht mehr. Das ist was Inkompetentes. Gibt es schon seit einem Jahrzehnt nicht mehr! Leute, wisst ihr, ursprünglich, als ich diese Mission gespielt habe, habe ich mir eigentlich gedacht, ich werde es die ganze Zeit verlieren, weil ich erschossen werde. Nicht, weil Sweet die ganze Zeit überfahren wird wie so ein kleiner Spast. Und ich weiß auch nicht mal, wie ich das hier aufhalten soll. Soll ich ganz abseits auf dem Parkplatz parken, dass das nicht mehr passiert? Ich glaube, das muss ich wirklich machen. Weil das Spiel ist gerade eben echt erfolgreich darin, mich anzupissen. Jetzt erstmal wieder hier.
Wenn ich jetzt diese Mission hier wieder auf irgendeine magische Weise verkacke, werde ich es jetzt einfach überspringen, weil Leute, ich möchte nicht, dass ihr auch noch hier mitleiden müsst. Steig einfach rein, du hässlicher Scheißhaufen. Bitte, steig ein, Sweet. Danke, sehr nett von dir. Ich merke immer mehr, dass ich keine Nerven mehr habe. K-Rose. Sweet, pass einfach auf dich auf, okay? Ich meine, du hast die magische Gabe, nicht erschossen zu werden. Nutze sie auch und werd vielleicht nicht getötet, andersweitig. Ja, Gott! Okay, ich nehm's zurück. Er schießt erst, oder zumindest versucht es, wenn er auf ihn geschossen wird. Warum nicht, diese kleine Knalltüte? Okay, vielleicht zielen. Danke. Man! Die ganze Zeit. Naja, wenigstens danke für die SMG und Mini-Uzis, aka Munition. Oh, Jan. Please, Johnny, please, come home. Es gibt Scheißhaufen, die klüger sind als du, Sweet. Gott, ich hätte lieber Ryder als einen Verbündeten. Könntet ihr aufhören, die ganze Zeit so komisch zu rennen? Und Sweet, du bist eingeladen, die mitzuerschießen. Also von dem her, fühl dich frei, irgendwann mal mitzumachen. La 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 la. Nee. Einfach draufhalten. Ja, AKs for the win. Und dann wiederum, ich verwende auch die ganze Zeit hier ein Sturmgewehr, so sollte ich mich gar nicht mal hier so wundern. Oh, gerade richtig, ja. Naja, zum Glück habe ich nicht allzu viel Leben verloren und vor allen Dingen Schutzweste. Danke! This hood is yours. Endlich! Wow, jetzt habe ich nur noch ein paar andere Viertel, die ich einnehmen muss. Und ach ja, warum wurde eigentlich die ganze Zeit Sweet so ziemlich an derselben Stelle überfahren? Und zwar bei dem Club da drüben. Und zwar da drüben. Oh Gott, naja. Ich werde mal ganz kurz hier ein Leben aufsammeln. So, sehr gut. Und noch dazu, Willard werde ich nicht nehmen, weil da ein Polizist steht. Okay, dann nehme ich einfach mal irgendeines dieser Fahrzeuge hier. Tahoma, Majestic, Oceanic, Tornado, Glendale und eine Sanchez. Oh, auch noch die. Warum nicht? Den Namen habe ich allerdings vergessen. Sanchez. Danke, Sweet, dass du endlich mal die Zeit gefunden hast, mitzukommen. Da fuck war das gerade eben für ein Geräusch. Und damit habe ich gar keinen Gangkrieg provoziert? Verarschen kann ich mich selber spielen. Aber okay. Das wäre jetzt schon mal der erste gewesen. Das ist der zweite. Und das ist der dritte. Und das ist jetzt hier der vierte. You have provoked a gang war. Ja, ich habe schon fast befürchtet, dass ich für dieses Gebiet hier auch noch kämpfen muss. Yay. Okay. Du vielleicht? Danke. Entscheide dich aber schnell. Gegner kommen jetzt schon. Da fuck. Wie überleben die das eigentlich überhaupt? Gott, ehrlich, was zur Hölle? Auf was schießt du? So, jetzt ist mir. Da fuck. Okay, scheiß drauf. Ich muss nicht hier die ganze Zeit Munitionsverschwendung pur betreiben. So, hier. Damn Ballers! Ja, komm, schieß kurz auf mich. Danke. Sehr nett von dir. Die feiern sich schon die ganze Zeit ab, obwohl der Gangkrieg immer noch läuft.
fand es schon immer interessant bei GTA San Andreas. Lieber hatte ich gerade eben, was weiß ich, LCPDFA-Kollegen, die sich gegenseitig totfahren. Und noch dazu neben Explosionen stehen bleiben, weil die sind noch effektiver als diese Gruppe von Grow for Life. Oder zum, tut mir leid, allgemein Grow. So, jetzt ist mir. Sehr gut. Dann sind die echt praktisch, dass sie nicht auf mich zurückschießen von dieser Distanz. Nee, ich bin nur von Deppen umgeben. Warte mal. Was? Tut mir leid, dass ich gerade eben hier so ein bisschen überrascht bin, aber ihr müsst wissen, letztens, als ich diese Mission gemacht habe, und mit letztens meine ich den letzten Part, da habe ich schon zwei Gebiete eingenommen und hatte nicht diesen Spruch gebracht. Warum jetzt auf einmal? So, komm schon, weg von hier. Ich glaube, ich werde jetzt auch erstmal versuchen, dass ich in dieser Folge wieder den Panzer klauen werde, weil ich habe es ja eigentlich schon versucht, aber ich habe dann meinen Panzer verloren wegen einem Schild. Und ja, ihr habt richtig gehört, einem Schild. Ist das nicht einfach praktisch? Ich weiß nicht ganz, wie ich das geschafft habe, aber mein Panzer hat halt eben schon geraucht, weil ich schon mal gebrannt habe, aber das war wirklich die Krönung, also von dem her, nie mehr wieder. Yep, bro, see family handle those ballers. Johnson boys rolled right over. Okay, dog, I'm gonna get some sleep, I'm beat. Here, I took this from one of those. Wegen was denn? Wegen dem ständigen Rumrennen und nicht helfen? Naja, 10.000! Sweet! Wie komme ich denn zu dieser Ehre? 1.130, warum nicht? Obwohl, ich müsste eigentlich da gar nicht reingehen, um zu speichern. Vergesse ich die ganze Zeit. Aber scheiß drauf, speichern. Cutthroat Business. Sehr gut. Jetzt soll ich einfach nur noch schauen, dass ich mir ein Flugzeug besorge und danach in die Area 69 reinfliege und hoffentlich nicht gekillt werde. Weil wisst ihr, es ist immer so ein ganz kleines Glücksspiel. Manchmal spawnt da irgendetwas und manchmal nicht. Also von dem her, hallo, wo? Go, fuck. Das sind die Undercover und hinter mir sind nochmal Streifenpolizisten. Oh, jetzt verfolgen sie mich. Romantisch. Und die haben es sogar geschafft. Wisst ihr was, ich wollte nichts sagen. Zum Glück ist auch der Flughafen nicht allzu weit entfernt. Also von dem her, yay! Obwohl, ich glaube, wenn ich eigentlich schon mal hier bin, werde ich mal ganz kurz Waffen kaufen. Oder eher gesagt, Sturmgewehrmunition, weil die konnte ich echt mal wieder gebrauchen. So praktisch wie es ist, dass ich 3000 SMG-Schuss habe, muss ich trotzdem hinzufügen, auf längere Distanz ist er nicht direkt effektiv. Also von dem her, Assault? Okay, sehr gut. M4. Ich vermisse irgendwie die Option, dass man einfach nur die Munition kaufen kann, aber naja, dann kaufe ich über die ganze Zeit hier Sturmgewehre. Ach, warum denn nicht? Hätte dich hier zu denen weitergeführt. Sehr gut, und noch einmal. Nö, das war irgendjemand anderes, ja. Wollte ich noch ganz kurz hier Armor nehmen, sehr gut. Und kaufen. Obwohl, eine Desert Eagle könnte eigentlich auch nicht schaden, wie ich finde. Das ist mir Pistols, Desert Eagle. Auch noch in Gold. Buying this item will replace the weapon in the slot. Okay. Oh, das werde ich definitiv. Außer natürlich, ich werde überrannt. Dann kann ich für nichts garantieren. Desert Eagle, sehr gut. So. Hofft nicht direkt auf meine Hilfe. Bis dahin bin ich wahrscheinlich wie an einem Herzinfarkt verreckt. Toll. Wisst ihr, das Lustige ist, ich wollte diese Spasten eigentlich gar nicht angreifen, hättest du nicht auf mich geschossen. Also von dem her, yay, ein Gangkrieg. Aber das Praktische ist, dass ich dann gleich wieder ein Gebiet habe. Also, ich schätze mal, es gibt auch gute Sachen hier. Ich würde ja gerne sagen, dass
das hier verziehen von der Waffe wäre, aber leider nein, das bin ich. Das ist jedes Mal interessant. Okay, das ging erstaunlich einfach. Nicht auf mich schießen, danke. Man muss eigentlich nur gucken, dass die Gegner auf einen zurennen. Das ist im Endeffekt ganz einfach. Wer hätte das gedacht? This hood is yours. Das hat noch nicht mal lange gebraucht, wie ich finde. Nicht schlecht. Aber ich würde mir trotzdem noch einen Panzer besorgen, weil dann kann ich hundertprozentig davon ausgehen, dass ich eigentlich nicht sterbe. Außer natürlich, es geht ganz schief. Und in dem Punkt möchte ich mal lieber nichts sagen, weil es ist schon mehrmals schief gegangen. Also von dem her, ja. Yeah. Ach, ich nehme jetzt einfach hier einen Tahoma. Ja, einen Tahoma. Und das ist einfach, scheiß nochmal. Woher wollen die überhaupt wissen, dass dieses Fahrzeug nicht mir gehört? Ich meine, ja. Vor ein paar Sekunden gab es hier eine Gangschießerei. Aber trotzdem. Es steckt ja ein Schlüssel. Und dadurch, wie relaxed CJ nicht eingestiegen ist, könnte ja man ja meinen, dass es mein Fahrzeug ist. Aber ist jetzt auch egal. Was ich eigentlich auch immer ein bisschen nett fand, war ja eigentlich der Fakt, um diese ganzen Angriffe auf die eigene Hood oder eher gesagt auf das eigene Gebiet komplett zu verhindern, muss man die ganzen Gebiete ja eingenommen haben. Und ich kann euch nicht versprechen, ob ich das machen werde. Weil, wenn ich mir so angucke, was Sweet hier teils betreibt und wie schnell dort meine Nerven flöten gehen, ja, denke ich halt eben darüber noch ein bisschen nach. Aber naja, ich werde es mal ganz kurz hier überspringen. Also, bis gleich.